Howdy Partners, willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 mit Big Boy Cowboy Andy. Wir sprechen jetzt hier Charles C. und Uncle an. Feels like old times. Good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out. Charles vor dem Lächeln, voll cool. Here he goes. What I tell you, Charles? Boy is as sour as weak old milk. No wonder she didn't stay with you. Not even a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine, whine. Excuse me? Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail. I've changed. Come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now. I reckon these horses can have it down in a minute. Geil. Tie that end around the voll gute. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. We good? I think so. All right. Well, let's get going. Now just pull. Dann go. Zügel ziehen. Komm Pferdchen, ihr schafft das. Vita Eddie. Schade, dass Vita Eddie nicht mehr am Start ist. Zügel ziehen, ja. Ich mach. Komm. Bewegen wir uns auch überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich gedrückt halten muss oder. Ich weiß gar nicht, was ich auch machen muss. Ob ich drücken muss oder ob ich ziehen muss. Ah, ich muss drücken. Okay. Komm schon. Noch ein bisschen. Ja. Starke Pferde, ey. Richtig gut, ey. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle. Where in town? There's a fellow by the train store. Gates hardwood and timber. Okay. You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna just tell you need that a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. Ich mach das alleine, Boys. Ey. Alleine ist immer noch am besten. Let's go, girl. Let's go, girl. Okay, wo ist das? Naja, Sadie wird es ja nicht sein, ne? Moment. Blackwater, ja, ne? Was ist das hier? Steckbrief, Schlachter, Schneider, Gemischtwarenladen, Zeitungsverkäufer, also Saloon. Naja, vielleicht kommt es ja gleich noch. Vielleicht war ich ein bisschen zu schnell. Aber ich sehe hier eigentlich nur Sadie gerade. Oder muss ich erstmal mit Sadie, Quatscheroo. Scheint so. Also ich glaube, ich muss erstmal mit Sadie ein bisschen eine Mission machen. Bevor ich mir das Haus überhaupt leisten kann. Sadie, ich komme. Ach, deswegen wahrscheinlich hat er gesagt, nee, ihr bleibt hier, weil er wahrscheinlich... Weil er... Ah, war das schlecht. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr von mir? Alle down? Oh ne, einer lebt noch, aber scheiß auf die. Wir haben den Boy hier angegriffen. Einmal im Dead Isley. Eigentlich müsste ich pennen mal hier irgendwie. Warum habe ich das nicht gemacht jetzt? Bis nächsten Morgen gepennt, ey. Ah, egal. Egal, Boys. Wir kriegen das auch so hin. Da sind noch Rasierer. So. Ich glaube, ich muss zu Sadie, weil dann kann ich mir erstmal ein Haus kaufen, glaube ich. Weil sonst vorher würde das, glaube ich, nicht gehen. Aber ich brauche ja Kohle, ne? Wo
Mrs. Adler, ich brauche ein bisschen wieder einen Jump. Where are? Wo muss ich rein? Okay, hier scheint er nicht zu sein. Ach du, warte mal. Warte, ich trinke. Warte, kann ich einen Whisky trinken? Essen? Pfirsichauflauf. Okay, ich muss meine Kerne hochjizzen. So. So, nice, Kerne wieder oben. Sehr gut. Da ist Mrs. Sadie. Hello, what up, though? Hello, Sadie. Oh, John, come sit down. You, das ist so geil. Got any work? Yeah, well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. Mm-hmm. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Well, funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? No. Cattle wrestler? Murderer, thief, child killer. He's wanted in 5 states. Okay. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work? Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Hey, go. Money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Mm-hmm. Der mag das schon. Come on. Where is it we're heading again, you say? South. Now come on, mount up. We gotta ride ahead of us. Gut, dass ich vorher gut gegessen habe und meine Kerne einigermaßen aufgefüllt habe. Sadie, komm. Sadie Adler. Follow me. Let's ride. Yes, ma'am. Kino Cam, boah. Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. Glaubt man die nicht oder so? Ranch? It's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble. Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there, whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing.
You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket around me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. Yes. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. Micah's in Penai. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. Sie halten aber lange hier, ey. Wo reiten die schon wieder hin, ey? Wir müssen diesen Profi-Kopfgeldjäger, Profi-Kopfgeldjäger finden. I think. Boah, die Landschaft ist schon krank hier, ey. Richtig gut, ey. Women's boarding house? Shane Finley, correct. Correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. Okay, wir sind da anscheinend. Oder sind wir gleich scheinbar da? Kopfgeldjäger-Mission, okay. Ja, bei Red Dead Online kann man auch Kopfgeldjäger-Mission machen und das kommt mir hier bekannt vor. Teilweise, ich glaube, hier waren wir auch schon mal unterwegs. Boah, Junge, sieht das gut aus, ey. Krass. Das ist echt eine gute Aussicht, ja, Mann, ey. Richtig gut, ey. Komm on, let's go take a look down in the valley. Okay, was ist das für eine Stadt da unten? Warte mal, wenn wir mal gerne. Ach, shit. Ja, habe ich. Ich wollte eigentlich erstmal nur gucken, welche Stadt das hier ist. Wo ist denn ein Binocular? Wie heißt das? Hä? Oh, wo ist denn mein Binocular? War das nicht hier? Ach da, ups, oh, bin ich blöd. Da sind die Boys. Down there. Who's who? Well, the bounty is the fella who's all tied up. Very funny. And that big fat fella with the funny hat. Funny hat. The other fellas just worked for him. Where do you think they're heading? Come on. Let's go follow him. Yeah, machen wir. Ups. Ich baue mal hier hoch. Okay. Komm, Sadie Adler. Go, 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 go. Holen wir uns das Geld zurück. Ich brauche Kohle für ein Haus. Sonst kann ich nichts machen. Hmm. Okay. Hier hoch oder was? Da sind die doch. Steig auf dein Pferd, ups. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, Sadie, du gehst vor. Na, hier bin ich doch. Du bist doch da. Hä? Ich bin doch hier. Sorry, I ain't used to having anyone with me.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn? Ich mach doch gar nichts. Das stimmt wohl. Das ist wohl wahr, boah. Idiot, ey, boah, was soll das? Okay, komm, ich will kämpfen, boah. Lass uns jetzt kämpfen endlich. Ja, da Red Dead Online spielt man auch hier irgendeine paar Missionen. Macht man auch hier so Kopfgeldjäger-Zeugs. Ich meine, ist auch prädestiniert hier, ne? Ja, genau, da unten. Da müsste jetzt ein Camp sein. Zumindest in Red Dead Online. Mhm. Oh. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth 10 of them. Great. Hey, das stimmt wohl. Should we threaten them? Start shooting at them or sneak down and pick them off one by one? Ich will draufschießen. Sneaking down is our best opportunity, but it's your call. Let's just start shooting. Maybe they'll all run off. Yeah, they'll scatter right away. I'm going over here. Okay. Da, was ist denn jetzt hier los schon wieder? Ich kann nichts machen mal wieder. Was? Oh, komm, welche? Schau mal rechts, ja, ich komme, ich gehe. Oh! Wo kommst du denn her, ey? Phew, da habe ich mich gerade ein bisschen erschreckert. Boah, ich muss irgendwas kautabacken. Naja, das bringt aber nicht mein Dings zurück, ey. Shit, ey. Ich habe kein Dead Eye mehr. Nein, ey. Ich brauche Dead Eye eigentlich. Also ich finde Dead Eye ziemlich wichtig. Aber gut, ich meine... So soll, muss auch so gehen dann. Ich verstecke mich jetzt hier. Muss ich ein bisschen Red Dead jetzt ansammeln, Red Dead Detail ansammeln. Red Dead ein Dead Eye ein bisschen ansammeln, damit ich für Notfälle ein bisschen was habe. Komm, Sadie, ich brauche Support von dir. So. Jojo, ich mach das schon, Sadie. Lass mich ein bisschen hier nochmal Stück für Stück vorlaufen. Sie laufen auf uns zu, ja, können die auch. Oder sollen die auch? Zack. Ach so, ja gut, ich meine, wenn ich kein Detail benutze und so treffe, guck mal, wie viel Detail ich teilweise dazu bekomme, ey. Von je weiter ich die treffe, Kopfschuss oder so, desto mehr Punkte kriege ich. Nur eins, obwohl, boah, das hätte eigentlich viel geben müssen, ey. Müssen wir nicht hier runter? Nee, okay, dann nicht. Dachte, ich müsste hier hin. Okay, jetzt kommen von oben welche. Hab ich schon gedacht. In die Eier. Eggshot. Eggshot, Boys. Ey, die berühmteste Eggshot. Nehmen wir den mal hoch. Boah, sieht aus wie Maika ein bisschen im Gesicht.
Oh, ich dachte schon gerade, was war das denn, ey? Are you with her? What's it look like? Come on, it's time to collect. So, ab hier drauf, ja. Ja, komm, 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 komm. Es wird eh nicht so wahrscheinlich so einfach gehen. Aber ich hätte die plündern können, damit ich, shit, ey, ohne Dings, ey. Ich muss auf Sadie mich verlassen jetzt. Junge, ich habe kein Dead Eye, ey. Die Eier, Eggshot. Nice, Sadie. Wow, dann haben die ja so getroffen. Nice. Nice. Komm, komm, komm. Ah, nice, geschafft. Coole Mission, ey. Wow. Lecker, Sadie hat die krassesten Missionen, ey. So, kann ich mir jetzt mein Haus kaufen? I need to relieve myself. There'll be a bucket in your cell. I'm serious. Yep, and so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. I don't need to be hit. I just want to be treated civil. Shut it. You heard the lady. Thank you. I still protest my innocence. This woman ripped me out of my bed, kidnapped me, then that mountain kidnapped me, then you killed them all and kidnapped me back. I'm the victim here. Damn you. John, would you be so kind as to shut him up? Don't listen to her. Let me speak my piece. No. There's no call to hit me, mister. Listen to him squirm. Jesus. Bad dog. Pounding work ain't easy, John. Guy. But I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. Das stimmt wohl, ey. He did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie, you know I'm a rancher now. Mostly. Mostly. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that around. Hey, I won't. But here we are. Come and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. Boy, red nicht so. Shane Finley. Put him in the cell. Da haben wir den Boy. Den Bad Boy. I hate you. One with the door. We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. Yeah, yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Das stimmt wohl. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Here. Here's a oh, shit. On Finley. I know. This is cool. So left us, yeah. Do you need to go to the bank too? No, I'll take it myself. Okay, Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Sure. Be well. Be well, John. Coole Mission, ey. Nein, $200. Krass. Das heißt, wir können uns jetzt hier unser Haus kaufen können. Boah, wir werden uns unser Haus kaufen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Boah, bis dahin. Ciao, ciao.